Wunderbar. Ja, das war schon fast das Ende vom CSD München 2016. Und die Jungs bauen hier noch ab. Aber ich würde schon einfach mal ein Team und unser ganzes, unsere CSD-Familie wieder auf die Bühne bitten. Kommt ruhig einfach schon mal rauf. Und darfst die Musik ruhig noch mal ein bisschen lauter machen. Das ist Separate Ways, das ist unser CSD-Song von Luke Anthony. Und der ist heute auch noch mal mit dabei. Kommt raus, Leute. Einen großen Applaus für die Menschen hinter der Veranstaltung, die das wieder möglich gemacht haben. Mit viel Herzblut, Leidenschaft waren sie am Werk und haben den CSD München 2016 wieder auf die Beine gestellt. Da fehlt doch noch jemand. Come on, guys. Come on, guys. Come on, stage. So, jetzt möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, die diese Veranstaltung auch möglich gemacht haben, die ihr nicht gesehen habt. Das ist zum Beispiel unsere Technik, die wirklich geschuftet haben für die ganzen Künstler, die hier aufgetreten sind. Einen großen Applaus für unser Technikteam. Es war wieder eine tolle Leistung, eine schöne Zusammenarbeit mit euch. Und dann auch ein ganz wichtiger Mensch, die Kollegin fehlt leider schon, weil sie nach Stuttgart musste. Das ist der Marco und die Tanja, die habt ihr vorhin ja schon mal gesehen auf der Bühne, die haben wieder für unsere Gehörlosen übersetzt und mit viel Leidenschaft die Musik hörbar gemacht. Auch hierfür einen ganz, ganz großen Applaus. Ich bin jedes Jahr sehr beeindruckt, wie ihr das macht. Dann nochmal einen speziellen Dank an den Wolfgang und an den Stefan, an den Kameras. Das werdet ihr dann in den nächsten Tagen und Wochen auf Facebook sehen können. Die haben dieses Jahr mit sage und schreibe 4 Kameras gedreht, um das hier möglich zu machen. Auch mit ganz viel Einsatz. Wir haben hier hinten ein kleines Fernsehstudio, also beim ZDF geht es nicht besser. Danke an Wolfgang und Stefan. Auch für euch einen Applaus bitte. Und dann nochmal einen Applaus für meine Künstler, die da sind. Luke. A big thank you. He comes from a land down under. Ein großes Dankeschön an den Mann mit der weitesten Anreise. Thank you so much. It was really entertaining. Thank you for giving us your song for the festival. Thank you. Habe ich sonst noch von den Künstlern jemand vergessen? Nein. Gut, dann Horst, where are you? You're hiding. Horst. Einen großen Applaus für Horst. Zum zweiten Mal nach 2014. Sie hat sehr viel getanzt im Background. Also ich glaube, nächstes Jahr kommt sie wieder und wird dann Background tanzen. Julian David braucht dann keine Tänzer mehr, keine 2, sondern nur noch Horse. Vielen Dank dafür. Ja, Wilhelmine ist auch noch da. Auch dir nochmal ein großes Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst. Auch du hast uns viel Spaß und Freude gemacht. Einen großen Applaus für sie. Und meine 2 Süßen, zum zweiten Mal seit letztem Jahr, kommt mal mit mir nach vorne. Ein Riesenapplaus für Ela Querfeld und Holger Ettmeier, die das wieder super moderiert haben. Mit Leidenschaft, Witz und Hingabe, kann man schon sagen. Und du kannst ruhig hierbleiben, weil es geht nämlich jetzt über zu dir, mein Freund. Es geht jetzt über zu mir. Es geht jetzt über zu dir. Zum dritten Mal nach 2014 arbeiten wir mit deinem Projekt 100% Mensch zusammen, worüber wir sehr stolz sind. Danke dafür, dass du die Initialzündung gegeben hast. Nein, es ist wirklich wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und euer Kampagnensong in diesem Jahr, ich sage ja, bildet den Abschluss bei unserem Finale. Und erzähl den Leuten doch mal, wieso, weshalb, warum. Holger Ettmeier. Also mit anderen Worten wird jetzt quasi erwartet, dass ich eine Rede rede. Ich soll jetzt eine Rede reden. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust, eine Rede zu reden. Ich habe es eigentlich sogar richtig satt, muss ich sagen. Wisst ihr, seit Jahren stehen meiner einer und ganz viele andere Menschen auf den CSD-Bühnen in Deutschland und wir fordern immer und immer wieder die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Immer und immer wieder. Und was ist passiert? Bisher nichts. 11 Mal hat die Bundesregierung, bestehend aus CDU, CSU und SPD,
die Entscheidung über die Öffnung der Ehe verschoben. Sie brauchen noch Bedenkzeit. Ich habe es echt satt, muss ich sagen. Wisst ihr, ich persönlich, ich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich überhaupt heiraten will. Also ich persönlich jetzt, weiß ich gar nicht so genau. Aber eines weiß ich ganz sicher. Ich möchte mich nicht für dumm verkaufen lassen. Die CDU-CSU. Die CDU-CSU hat kein merkwürdiges Bauchgefühl. Die CDU-CSU braucht auch keine Bedenkzeit mehr. Die CDU-CSU will die Ehe nicht öffnen. Aber anstatt einfach mal die Wahrheit zu sagen und zu sagen, nein, wir wollen keine Gleichstellung, anstatt einfach mal dazu zu stehen und zu sagen, nein, ein modernes Menschenbild ist uns egal. Nein, uns ist es egal. Uns ist es einfach egal, wenn wir tief in uns reingucken, empfinden wir gleichgeschlechtliche Liebe immer noch als minderwertig. Uns ist es völlig egal, dass wir Deutschland mittlerweile lächerlich machen, weil wir eines der letzten westlichen Industrieländer sind, die die Ehe noch nicht geöffnet haben. Es ist ihnen völlig egal, dass wir mittlerweile das Schlusslicht sind, dass wir Stück für Stück immer weiter zurückrutschen, wenn es darum geht, eine Gesellschaft aufzubauen, die offen ist, die frei ist, die vielfältig ist, die gleichgestellt ist. Es ist ihnen egal. Ich habe es satt. Ich habe es satt, wenn ich zum Beispiel Gerda Hasselfeld höre, die jetzt laut einer Zeitung gegenüber einer Schulklasse gesagt hat, es wäre wissenschaftlich, es gäbe wissenschaftliche Belege dafür, dass Kinder mütterlichen und väterlichen Einfluss brauchen. Wisst ihr, es gibt eine Studie, eine bayerische Studie. Die Uni Bamberg hat überprüft, wie es denn eigentlich ist mit Kindern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und was war das Ergebnis? Es gibt keine negativen Unterschiede. Ganz im Gegenteil, Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften haben häufig eine höhere soziale Kompetenz und erkennen Ungerechtigkeit und Diskriminierung viel, viel früher. Die Bundesregierung, CDU, CSU und SPD haben dieselbe Studie in Auftrag gegeben, zum selben Ergebnis bekommen. Es gibt für mich nur zwei Antworten. Entweder ist Gerda Hasselfeld komplett uninformiert oder sie sagt nicht die Wahrheit. Es ist einfach so, wenn einem die Wahrheit nicht passt, wenn man keine Argumente mehr hat, dann verdreht man die Wahrheit halt so lange, bis sie einem passt. Ich habe es einfach nur noch satt. Ich habe es nur noch satt, muss ich sagen. Wenn ich höre, dass die Ehe, dass die CDU sagt, die Ehe dient dem Zweck des Kinderkriegens. So eine Aussage, das ist eine Ohrfeige für alle alleinerziehenden Mütter, für alle alleinerziehenden Väter, für alle Patchwork-Familien, ja, und auch für alle Regenbogenfamilien. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Ehepaare, die sich Kinder wünschen und sie nicht können, nicht bekommen können. Und was ich besonders perfide finde, es ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle Rentnerinnen und Rentner, die sich entscheiden, ihren Lebensabend gemeinsam zu verbringen. Aber diesen Witz, Ehe ist zum Kinderkriegen da, diesen Witz wird eine CDU-CSU-Politikerin oder ein Politiker niemals auf einer Rentnerhochzeit erzählen. Das trauen sie sich nicht. Ich habe es einfach nur noch satt, wisst ihr, es stimmt, im Grundgesetz steht drinne, die Ehe und die Familie soll geschützt werden. Und es ist auch ganz klar, ja, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben damals auch wirklich die Ehe zwischen Mann und Frau gemeint. Und warum? Na klar, weil es dem Geist der Zeit entsprach. Zur gleichen Zeit wurde auch der Paragraph 175 ins Strafgesetzbuch von den Nazis übernommen, der die sexuelle Handlung zwischen zwei Männern unter Strafe stellt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch Ehe als natürlich zwischen Mann und Frau definiert. Wie soll es noch anders sein? Klar, das war der Zeitgeist. Den Paragraph 175 ist man endlich schlau geworden, hat man dann endlich aufgelöst. Die Diskriminierung der Ehe oder in der Ehe, die dem gleichen Geist entspringt, die geht weiter. Und wisst ihr, was ich auch satt habe? Wenn ich diese alten Slogans der SPD lese und höre. Wisst ihr noch? Keine halben Sachen mehr. 100% Gleichstellung jetzt. Kennt ihr das noch? Das war zur Bundestagswahl 2013. Ich zitiere mal. Bei der Bundestagswahl am 22. September entscheidet sich, ob wir auf dem Weg zu einer modernen Gesellschaft weiter vorankommen oder wieder wertvolle Zeit verlieren. 11 Mal
11-mal hat sich die SPD entschieden, ihren Worten keine Taten folgen zu lassen. 11-mal hat sich die SPD entschieden, dass sie keine moderne Gesellschaft will. 11-mal hat sich die SPD frei entschieden, dass sie wieder Zeit verschwendet. Und wisst ihr, wessen Zeit? Unsere Zeit. Unsere Zeit. Deine, deine, deine und meine. 11-mal hat die SPD sich frei entschieden, uns, den Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern, Intersexuellen, Queeren, Asexuellen zu Menschen genau zu zeigen, was Unglaubwürdigkeit ist. 11-mal. Ich bin es so leid, immer wieder diese religiösen, konservativen Argumente zu hören, von wegen, die sind ja immer irgendwie biblisch begründet. Ne? Es tut mir leid, die Ehe hat nichts, aber auch gar nichts mit Kirche oder Religion zu tun. Die obligatorische Zivilehe, wie sie heißt, ja, das ist ein Vertrag zwischen dem Staat und zwei sich liebenden Menschen. Der Inhalt ist folgender. Wenn es einem der Partnerinnen oder Partner schlecht geht, durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Pflege, dann springt zuerst der Partner oder die Partnerin ein. Und für dieses Vorsorgeversprechen bekommt das Ehepaar vom Staat ein paar Privilegien. Das hat nichts mit Religion oder Kirche zu tun. Und woran sieht man das? Die Ehe, verdammt nochmal, wird auf dem Standesamt geschlossen und nicht in der Kirche. Wenn es religiös wäre, dann dürften Atheisten nicht heiraten, Agnostiker nicht heiraten, Buddhisten, Hindus und Pastafarians dürften nicht heiraten. Aber sie dürfen es. Natürlich dürfen sie es, weil es nichts mit Kirche zu tun hat. Und wenn ich dann höre, oh mein Gott, ja, die können ja vielleicht heiraten, das wäre jetzt, weiß ich auch nicht, aber adoptieren, nein. Die dürfen auf gar keinen Fall adoptieren. Es wird für viele als ein Schock kommen. Wir dürfen schon längst adoptieren. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen seit vielen Jahren adoptieren. Nur leider nicht gleichzeitig. Nein, nacheinander. Erst der eine, dann die andere. Das heißt, zweimal Gerichtskosten, zweimal den Anwalt, zweimal die Behörden, zweimal der psychologische Stress für die Eltern und die Kinder. Warum? Wisst ihr, die Bundesregierung schmeißt jedes Jahr Millionen, nicht raus, aber sie gibt unheimlich viel Geld aus, um Kinder in Pflegefamilien, in gleichgeschlechtlichen Pflegefamilien unterzubringen. Für Pflegefamilien sind wir gut genug, aber wenn es um die Adoption geht, dann nicht. Und es heißt immer, ist ja alles so zum Besten der Kinder. Das Beste für die Kinder wäre Rechtssicherheit, Zukunftssicherheit. Und das ist nur gewährleistet durch eine Adoption. Liebe CDU, CSU und liebe SPD, das wäre konservativ. Das wäre christlich. Ich habe es so satt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wisst ihr, seit Jahren, demonstrieren wir. Wir sind laut, wir gehen auf die Straße, wir machen Petitionen, wir singen Lieder, wir machen wirklich alles. Geschehen ist nichts. Wir brauchen Hilfe. Liebe Heterosexuellen auf dem Platz, wo seid ihr? Meldet euch bitte mal. Wo sind die Heterosexuellen auf dem Platz? Wir brauchen euch. Geht hinaus. Das ist unser aller große Bitte. Geht hinaus, sprecht mit euren Freundinnen, sprecht mit euren Freunden, mit euren Arbeitgebern, mit euren Familien. Löst endlich dieses Missverständnis auf. Die Homo-Ehe existiert nicht. Wir dürfen nicht heiraten. Wir haben alle Pflichten geerbt, aber nicht alle Rechte. Geht raus. Wenn ihr Politikerinnen und Politiker seht, sprecht sie an, nagelt sie fest, quetscht sie so lange aus, bis sie endlich ihre wahre Haltung zeigen. Und mit ihrer Haltung auch zeigen, was für ein Gesellschaftsbild sie haben. Und macht ihnen klar, dass ihre Haltung auch wahlentscheidend ist. Und ganz besonders, wenn ihr mit Politikerinnen und Politikern der SPD sprecht, nagelt sie fest. Sagt ihnen, dass sie jetzt die Chance haben. Sie haben jetzt ein Stück weit die Möglichkeit, ein kleines bisschen Glaubwürdigkeit zurückzubekommen. Und zwar jetzt und nicht erst zur Bundestagswahl, sondern jetzt.
Bitte, liebe heterosexuellen Menschen, wir brauchen euch und wir sind so dankbar und so glücklich, dass ihr heute hier beim CSD München, hier auf dem Marienplatz an unserer Seite steht. Dankeschön an all die vielen heterosexuellen Freundinnen und Freunde, die uns helfen und unterstützen. Dankeschön. Und was werden wir in der Zwischenzeit machen? Wir werden weiter demonstrieren, wir werden weiter argumentieren, wir werden weiter unsere Lieder singen, wir werden weiter unsere Liebe feiern. Eine Liebe, die nicht besser ist, eine Liebe, die nicht schlechter ist, eine Liebe, die genau gleichwertig ist. Wisst ihr, Liebe ist Liebe, Verantwortung ist Verantwortung, Ehe ist Ehe. Und das werden wir feiern, denn wir sind Mensch. Und das zu 100%. Warum zittern meine Hände? Mensch, ich kenn dich doch so gut. Jetzt im Augenblick der Wende. Wo ist der hin, mein Heldenmut? Mein Heldenmut. Alles, was ich brauche, ist jetzt hier. Alles, was ich wollte, steht vor mir. Okay, München, jetzt geht's los! Du bist die Kissenschlacht am Morgen, bist der Streit am Nachmittag. Du bist das Ende meiner Sorgen, das Orakel, das ich frag. Du bist der Held, wenn meine Welt zu Staub zerfällt. Du hältst mich gefangen und machst mich frei. Du machst mich frei. Ich sage ja zu dir und unserem Leben, sage ja, will dir immer alles geben, sage ja, bis in alle Ewigkeit. Ich sage ja, ich sage ja, ich sage ja, ich sage aus vollem Herzen ja. Du bist der Himmel voller Geigen, meine Punkrock-Sinfonie. Du bist das Lachen und das Schweigen und der Grund, dass ich Knie mein Haupt gewinnt. Wenn sie jemand alles sein will. Denn du hältst mich gefangen und machst mich frei. Du hältst mir die Ohren zu, wenn ich schrei. Ich sage ja, ich sage ja zu dir und unserem Leben, sage ja, will dir immer alles geben, sage ja. Ich sage aus vollem Herzen. Und es läuft mich frei, jede Sekunde ewig lang. Nur mein Herz schlägt viel zu schnell. Und liegt die ganze Welt, wenn meine Hand die deine hält. Und ich dir diese Frage stell. Und du sagst ja zu mir und unserem Leben. Du sagst ja, bis wir immer alles geben. In alle Ewigkeit. Du sagst ja, du sagst ja, du sagst ja. Wir sagen aus vollem Herzen ja. Zu uns und unserem Leben sagen ja. Wir wollen uns immer alles geben, sagen ja. Bis in alle Ewigkeit. Wir sagen ja, wir sagen ja, wir sagen ja. Wir sagen aus vollem Herzen ja. Und wir schauen uns, was es kommt. Alles weit und fern. Unsere Herzen schlagen schnell. An das Projekt Dein 100% Mensch. Vielen Dank an unsere Sänger, an Annie Heger, Annie, Ela Querfeld, Wilhelmine, Holger Eckmeier, and Special Dancing in the Background, Horse. Vielen, vielen Dank. Und ich muss noch ganz kurz, ich habe vorhin noch einen vergessen, der hat sich nämlich hier versteckt. Doch, ein kleines Dankeschön auch noch an Julian David, der vorhin den Marienplatz gerockt hat. Vielen Dank, dass du da warst, Julian David. Hallo? Ich möchte,
Ich möchte noch eine kurze Sache sagen. Ich komme dazu mal hier nach euch hier so mit auf den Links. Ich bitte euch um eine Sache. Schaut euch bitte mal kurz um. Schaut euch, nehmt euch, kommt mal dichter zusammen, nehmt euch bei den Händen und schaut euch einfach mal um auf diesem Platz. Hier stehen ältere Menschen, hier stehen jüngere Menschen. Hier stehen Menschen mit heller Haut, hier stehen Menschen mit dunkler Haut, mit bemalter Haut. Hier stehen Frauen, Männer und alle Farben des Geschlechterregenbogens. Hier stehen Atheisten, Agnostiker, Christen, Muslime, Jüdinnen, Pastafarians, Buddhisten, Hindus. Hier stehen Schwule, hier stehen Lesben, Polysexuelle, Pansexuelle, Bisexuelle, Asexuelle, alle sind sie hier. Schaut euch um. Das kann uns niemand nehmen. Wir lassen uns nicht spalten. Wir lassen uns nicht spalten von irgendwelchen rechtspopulistischen Hetzern wie der Ollen Kelle oder der Beber Förde oder der Ollen Storch. Wir sind hier. Das hier ist eine Form von Gesellschaft, die wir eigentlich haben wollen. Offen, frei, gleichberechtigt und vielfältig. Was wäre das für eine wundervolle Welt? Was wäre das für eine wonderful world? I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a Turner, what a wonderful world. Vielen, vielen, vielen Dank. So, das war's jetzt wirklich. Das war's mit dem CSD München 2016. Wir bedanken euch ganz herzlich bei euch, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt bei der Politparade mit den Rekordanmeldungen von 89 Startpositionen in diesem Jahr.
hoffen wir, dass das im nächsten Jahr nochmal erhöht wird und gehen wir weiter auf die Straße, um für unsere Rechte zu demonstrieren. Und nächstes Jahr feiern wir wieder mit euch am 15. und 16. Juli 2017 wieder hier auf dem Marienplatz. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss, bis nächstes Jahr. Dankeschön. Stop. Es gibt natürlich einen Mann, der sich die ganze Zeit irgendwie so dann versucht, im Hintergrund zu verhalten irgendwie, der jetzt auch schon wieder steht und immer kleiner wird. Das ist uns sowas von völlig egal. Martin, kommst bitte mit nach vorne. Das ist der Mann, der die Künstler zusammenstellt. Das ist der Mann, der hier alles zusammenhält. Okay, gut. Ein riesiger Applaus für den Menschen, der hier uns Künstler betreut. Ein ganz großes Dankeschön auch natürlich an die Damen und Herren, die hinter der Bühne uns das Catering gestellt haben, ohne die wir heute verhungert und verdurstet wären. Und ein ganz großes Dankeschön geht auch, er will nicht auf die Bühne, das akzeptieren wir, an Alex Kluge, dem Geschäftsführer. Und die Susi Hildebrand, die Geschäftsführer der AIDS-Hilfe München, die sich weigern, auf die Bühne zu kommen. Wir werden sie gleich noch hochleben lassen. Da ist er. Großen Applaus, bitteschön. Und hier ist die Susi. So, es ist 21.59 Uhr. Um Punkt 22 Uhr sind wir fertig. Dankeschön, München. Happy Pride. Kommt gut nach Hause und sprecht mit jedem, den ihr trefft. Wir können nicht heiraten, aber wir wollen heiraten. Wir sagen ja! Ja! Dankeschön. Ciao, gute Nacht, komm gut nach Hause. Another.